Mein Name ist Reingard Grabherr, ich bin Professorin für molekulare Biotechnologie und forsche am Institut für molekulare Biotechnologie an der BOKU. In der Biotechnologie geht es immer um Zellen und wir forschen gerade konkret an Insektenzellen, die wir verwenden wollen, um Proteine im Konkreten, also das könnten Antigene sein, virale Antigene zum Beispiel, aber auch andere Proteine, einerseits in hoher Qualität und auch in gutem Zustand. Und wir wollen das dann im großen Maßstab herstellen, reinigen. Und das ist eine Grundlage zum Beispiel für eben eine neue Impfstoffstrategie. Das, was mir am meisten gefällt, ist, dass es man nie in eine Routine kommt, ja, und es wird nie fad. Was mich am meisten gefreut hat, liegt schon sehr, sehr lange zurück, das war während meiner Doktorarbeit, wo ich zwar im Bereich der Grundlagenwissenschaften, aber doch das Glück hatte, ein neues Gen zu entdecken. Das war damals noch möglich, das ist heute fast nicht mehr möglich, aber damals war das noch so und das war für mich sehr, sehr spannend. Ein Blick ins Mikroskop ist eben nur ein Blick ins Mikroskop. Und im Bereich der biologischen Forschung und der technologischen und der Biotechnologie geht es sehr, sehr viel um Zusammenhänge, auch makroskopischer Art. Also ich kann in eine Zelle mit dem Mikroskop hineinschauen, aber ich möchte ja auch verstehen, wie ist die Interaktion mit dem ganzen Zellsystem. Zeichnen. Studiert habe ich dann an der BOKU, damals hat es geheißen Lebensmittel- und Gärungstechnologie, hat mich beides angesprochen, der Titel. Gärungstechnologie auch spannend, weil ja das Bierbrauen und alles dabei ist und das für mich damals schon eine spannende Sache war. Das Studieren an der BOKU war sehr, sehr nett. Wir waren eine kleine Gruppe, also der Zusammenhalt der Studierenden. Ja, und dann wie jeder Student damals in den 80er Jahren viel Spaß und Feste. Also meine Vision ist, dass wir etwas aus der Sache gelernt haben. Ja, wir haben gesehen, dass die Welt hat sich verändert, aber vielleicht ist es jetzt noch mehr in den Köpfen bewusst, dass eben Klimawandel, der Verlust von Lebensraum, das enge Zusammenleben mit den Tieren, dass das alles zu solchen Folgen führen kann. Ja? Und dass wir, wenn wir jetzt nichts tun, dass die nächste Pandemie nicht lange auf sich warten lässt. Ich glaube, ein bisschen ein Interesse für die Biologie, aber auch für ein technologisches Verständnis wäre gut. Ein bisschen Fantasie und Geduld.